Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu einem kleinen ersten Weihnachtsfeiertag-Special mit Sam's Journey. Habe ich mir jetzt mal endlich gegönnt, eins der besten Jump'n'Runs auf dem C64, wenn nicht sogar eins der besten Spiele auf dem C64, was je erschienen ist, aufgrund des hohen technischen Standards und der Fülle des Inhalts, die dieses Spiel hat. Ich glaube, mehr als 60 Level kann man hier spielen mit einer Überweltkarte, so wie man es auch von Super Mario kennt. Das hier ist Sam und der geht halt auf eine große Reise, Sam's Journey, daher auch der Name. Ich würde sagen, wir steigen mal direkt ins Spiel rein und schauen uns an, was es hier so gibt. Starten wir mal ein neues Spiel mit Nummer 2. Jetzt kann ich wieder das nicht auswählen. Was ist das schon wieder hier? Achso, vielleicht einfach mal den Joystick ändern. Den Joystick-Port. So, das Spiel habe ich noch nicht gestartet und dann schauen wir uns mal direkt das Intro an. Wie kommt überhaupt Sam in eine Welt voller Monster und böser Gefahren? Ja, weil er nämlich am Schlafen war. So wie das kleine Jungs nun mal machen sollten nachts. Aber durch ein lautes Geräusch wurde er aufgeweckt. Ja, und ein leichtes Licht durchflutete seinen Raum. Ja, ihr seht schon, er ist da nicht so begeistert von. Aber Sam ist mutig. Er sprang aus seinem Bett heraus, um nachzuschauen, was denn da los ist. Mit seiner Kuscheldecke im Schlepptau. Und er öffnete die Tür seines Kleiderschrankes. Und was passierte dann? Eine riesige Klaue erschien und, ich nehme es schon mal vorweg, zog den guten Sam in den Kleiderschrank rein. Ja, die klassische Geschichte vom Monster im Kleiderschrank. Jetzt zu Weihnachten läuft ja bestimmt wieder Monster AG, oder? Guter Film. Ja, und schon sind wir im Abenteuer drin. Yay, wir können das hier gerade nochmal beeinflussen, aber ich glaube, wir können ja nichts einsammeln. Kann man nicht. Ja, und schon landet Sam im Wasser. Ja, hier können wir ein bisschen rumschwimmen. Das ist jetzt aber noch nicht der allererste Level. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo der Eingang zu dieser komischen Welt ist. Er kann übrigens unendlich Luft anhalten unter Wasser. Das kann der gute Sam. Ja, hier geht's nicht weiter. Vielleicht nehmen wir einfach mal die Tür hier unten. Dumpti-dumpti-dum. Aber er lächelt schon wieder. Dann ist scheinbar alles in Ordnung. So. Du guter Schmetterling hier. Du bist lieb, ne? Ganz normale Steuerung. Man, ja. Je länger man nach rechts oder links gedrückt hält, desto schneller läuft Sam. Und wenn man nach oben drückt, dann springt der. Oh, geht's hier entlang? Ach ne, hier ist die Ranke, genau. Bisschen schwer zu kennen. Erkennen die am Hintergrund. Aber das passt schon. Das kriegen wir hin. Achtung, der Piranha wäre sicherlich nicht so gut gelaunt. So, kommen wir jetzt in den ersten Level. Ich selbst habe auch noch nicht so weit reingespielt, werde es mir aber vermutlich über Weihnachten gut gehen lassen. Hier haben wir schon mal die Karte der Welt und müssen jetzt nach Happy Grassland, Level Nummer 1. Also der Frosch da oben, ist das der Endgegner dieser Welt? Ich glaube ja. Ein ganzes Stück, bis wir bei dem sind. Wir können natürlich querfeld einlaufen, der gute Sam, aber nein, das macht er nicht. So, und Sam kann natürlich auch Gegenstände aufheben, das ist aber ganz klar. Wie zum Beispiel hier diesen Fels, man kann den auf Gegner schmeißen. Aber natürlich kann man auch ganz klassisch auf die Gegner draufspringen. Ich meine, jeder, der mich Super Mario spielen sehen, der weiß, dass Let's Plays bzw. Jump'n'Runs sind eigentlich nicht so meine Welt. Aber bei Sam mache ich einfach mal eine Ausnahme. Oh, badabab. Blöde Biene oder Wespe. Das war knapp. Okay. So, und ganz toll ist, es gibt hier verschiedenste Power-Ups, die Sam anziehen kann, zum Beispiel wie diesen blauen Schlafanzug. Da ist er dann nämlich ein Pirat und hat einen Säbel, jawohl. Und da schlagen wir erstmal die Wespe kaputt. Oder auch nicht. Ich möchte aber trotzdem hier hoch die Diamanten einsammeln. So, komm her, du Wespe. Zack. Kein Problem für uns. Ach so, hier unten. Ah, okay. Ja, Coins gibt es wahrscheinlich auch, ich glaube, 3 pro Welt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Nee, es gab 3 Pokale pro Welt, die man findet. Also versteckte Pokale. Hier ist ein Checkpoint. So. Immer schön langsam vorgehen. Denn solange wir diesen Power-Anzug anhaben, kann Sam auch 2 Treffer hinnehmen. Ja, das wollte ich jetzt extra mal präsentieren. Jetzt können wir nämlich gar keinen Treffer mehr hinnehmen, dann verliert Sam ein Leben. Aber wenn ich das bisher richtig gesehen habe, dann... Oh nein, ich wollte gar nicht in die Tür rein. Achso, Bonustür. Dann hat Sam hier unbeschränkt Leben. Von daher passt das alles. So. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich hier hochspringen kann hier hinten. Nee,
Also zumindest nicht ohne was anderes zu tun. Ohne Anzug, meine ich. So. Ah, und da war schon der Pokal, den wir gefunden haben. Der schwarze Anzug macht nochmal was. Also, Ninja, Ninja Sam. Ja, das ist nämlich auch ganz clever. Jetzt kann sich Sam nämlich... was machen wir nochmal hier? Achso, hier kann man rumpieken. Wenn man die Feuertaste gedrückt hält, kann man nach oben und unten gucken, was da so ansteht. Sam kann sich nämlich jetzt mit dem... an der Wand festhalten, habt ihr es gesehen? So, gucken wir mal, was wir hier haben. Schon wieder einen anderen Anzug. Ah, Astronauten-Sam. Praktisch, ja, ich nenne es mal Doppelsprung. Bringt uns das hier noch irgendwo weiter? Glaube nicht, aber warum geben die uns den Anzug, wenn es hier nicht weitergeht? So, die Gegner umbringen bringt eigentlich gar nichts. Also, es sind keine zusätzlichen Punkte, zumindest nicht, dass ich wüsste. Können wir hier irgendwo hoch? Nee. Na, brauchen wir vielleicht im nächsten Level oder in der nächsten Tür. Level ist, glaube ich, noch nicht beendet an der Stelle. Checkpoint benutzen. Obwohl in der sehr ausführlichen Anleitung auch drin steht, ist eben nicht immer die beste Idee, Checkpoint zu benutzen. Ich weiß jetzt nicht warum, aber... Ah, da braucht man den Anzug. Okay. Was hat das gebracht? Was haben wir denn hiermit geöffnet jetzt? Nein! Verdammt! Haben wir die Tür hier aufgemacht? Retry vom Checkpoint. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Dann bald mal nämlich den Anzug. Okay, töte mich bitte nochmal. Können wir wieder vom Checkpoint anfangen. Ja, das ist das, was ich meinte mit Ich und Jump'n'Runs. Aber das liegt auch am Gamepad. Ja, mit dem Competition Pro wäre das viel einfacher. Hust, hust. Ganz ehrlich, dann wäre ich viel besser. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir da unten durchkommen. Da kommen wir definitiv. Dann müssen wir nämlich hier an die Münze rankommen. Sehr gut. Okay. Komm mal her, du komische... Ist das so eine Ameise? Die werden schnell aggressiv, wenn man denen auf den Kopf springt. Irgendwie nachzuvollziehen. Oh Gott. Das war klar, dass das nicht funktioniert. Da hätte ich dann wahrscheinlich den Fels gebraucht. Das war nicht so gut. Aber da haben wir einen neuen Anzug. Blau ist, glaube ich, wieder... Pirat, ne? Ja, Pirat haben wir gesehen. Wir haben den Ninja gesehen. Und wir haben den Astronauten-Sam gesehen. Es gibt wohl noch einen weiteren Sam, den Disco-Sam. Kann dann irgendwie so eine Wirbelattacke ausführen. Und dann brauchen wir einen Schlüssel. Wo kriegen wir den denn her? Aha. Ja, das war irgendwie klar, dass mir das passiert. So. Uah. Ist doch diese grüne Scheiße hier nicht auf mich geschossen, oder? Ah, vermisst, Pissviech. Nein! Verdammt! Verdammt nicht nochmal. Ah, wir können hier wieder anfangen. Ja gut, aber wenigstens noch die Verkleidung. Und wäre ein neuer Anzug. So, nicht los. Was passiert denn, wenn man den zweiten Anzug jetzt einsammelt? Was war denn mal bei Super Mario, wenn man da zweimal den gleichen Anzug hat? Ein extra Leben oder so? Oder hat man den dann... Wie kommt denn da runter? Kann ich hier irgendwie... runterspringen? Ich möchte gerne zur Kiste. Aber der Fels hätte ich doch hier nicht umsonst, oder? Er kommt nicht runter, wüsste ich jetzt nicht. Wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht unten rum, das kann sein. Gucken wir mal. Ah, wie siehst du denn? Aber, achso, kann ich aufschlagen. Okay, sehr schön. Da haben wir die Truhe auch. Da ist gerade irgendwie ein Igel oder sowas. Das dürfte der Levelausgang sein. Einmal hier runter. Astronauten-Sam, ne? Genau, Astronauten-Sam.
kriege ich die Wespe jetzt nicht kaputt. Egal. Beenden wir den Level an der Stelle. Okay. Show me the score. Oh, 91%. Das ist gar nicht mal so schlecht. Beim ersten Mal hatte ich da, glaube ich, 64% an der Stelle. Ja, gut. Aber in den nächsten Level. Safe Game? Ja, komm, safen wir einfach mal. Okay, und continue. Wie viel waren wir jetzt bei 3%? Naja, da seht ihr schon, was im Spiel alles vorhanden ist. Die Woods. Die düsteren Wälder. Aber egal, wenn ich als Astronaut verkleide, kann uns ja nichts passieren. Nee, jetzt baue ich aber mal. Boing. Irgendwie ein Fels. Zack. Na, warum rennst du denn da hinterher, Sam? Was machst du denn da? Lass die doch in Ruhe. Hier haben wir einen Fels. Das ist schon mal gut. Kannst du springen mit dem Fels? Ja, kannst du. Na. Na ja, gut. Hat sich die Sache erledigt. Sehr schön. So. Mistviecher. Die haben mir gar nichts getan, aber dennoch. Mag die nicht. Mistviech. Och, darf doch nicht wahr sein. Kurz vorm Checkpoint. Jetzt fangen die auch noch an rumzuschießen. Darf ja wohl nicht wahr sein. Naja. Ja, ich lege mich wieder mit denen an, ich weiß. Dann noch die beiden hintereinander. Double Kill. So. Nochmal den Fels. Dann holen wir uns wieder den Piratenanzug. Damit können wir jetzt mehr anfangen. Finde ich bisher irgendwie am besten den Piratenanzug. Halt aufgrund des Säbels, ne? So ist Sam halt in der Lage, sich zu wehren. So. Erstmal machen wir dich platt hier. Komisches Raupenviech. Dann will ich schon alle Diamanten haben. So, da kommt wieder die Wespe angeflogen. Jetzt gehen wir erst einmal zum Checkpoint. Okay. Haben wir da einen doppelten Ninja-Anzug. Ah, ne, Piratenanzug. Oh ja, der Igel, der versucht sich einzugraben. Was ist denn grün? Haben wir grün schon mal gehabt als Anzug? Achso, genau. Baseball-Sam gibt's auch noch. Der kann nämlich dann hier, glaube ich, diese Rockets geradeaus durch den Level schmeißen. Irgendwie. Ja. Irgendwie geht das. Bin fest von überzeugt. Steht nämlich in der Anleitung. Nein! Oh, Mann. Ach, jetzt sind wir wieder Piraten-Sam, ne? Und das Viech da oben lebt noch. Oh, komm hier. Du komischer Sonic-Verschnitt. Also das will ich jetzt mal ausprobieren mit Baseball Sam. Wie geht das? Hm. Mir vielleicht mal die Anleitung besser durchlesen sollen. Das war wieder auch sehr clever. Hm, machen wir das nochmal an der Stelle. Ja, ich und Jump'n'Runs halt, ne? Das ist immer so. Aber es ist Weihnachten. Wir wollen nicht herumfluchen. Ja, das war jetzt wieder auch sehr klug. Machen wir gleich nochmal. Blöde Wespen. Naja, also er haut nicht wirklich mit dem Schwert nach oben. Na. Na. Nein. Nein!
Nein, ich habe gesagt, ich will nicht fluchen. Das ist Sam's Journey für den C64. Alle relevanten Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch dann selbst runterladen. Gibt dann halt Disketten-Images und eine Cartridge-Image, die ihr dann ganz normal im Emulator zocken könnt. Absolut, ja, ein Spiel, welches es wert ist. Technisch hochklassig. Absolut hochklassig, kann man nicht anders sagen. Euch noch weitere schöne Weihnachtsfeierstunden, Weihnachtsfeiertage. Bis in Weihnachten ist ja noch. Genießt die ruhige Zeit mit euren Familien, euren Liebsten und mit euren Computern und Spielkonsolen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.